Der Ares Commander ist eine 2D- und 3D-CAD-Software, mit der Sie technische Zeichnungen direkt im DWG-Format erstellen und ändern können. Er wird von Grebert in Deutschland entwickelt und kostet nur einen Bruchteil des Preises von AutoCAD oder ähnlicher CAD-Software. Die Ares-Technologie ist weltweit die Alternative Nummer 1 für die DWG-Bearbeitung. Millionen von Anwendern nutzen unsere CAD-Technologie nicht nur, weil sie kostengünstig ist, sondern auch wegen einiger spezieller Funktionen, die Sie später in diesem Video sehen werden. Benutzer, die mit AutoCAD oder einer ähnlichen CAD-Software vertraut sind, können sehr leicht zu Ares Commander wechseln. Sie können beispielsweise bekannte Befehlsnamen über die Tastatur eingeben. Falls der Befehl in Ares einen anderen Namen hat, gibt es einen definierten Alias, um denselben Befehl zu starten. Zudem funktionieren Befehle sehr ähnlich und mit allen Konstruktionshilfen, die Sie erwarten, wie Elementfang, Spurverfolgung und schnelle Eingabe von Maßen und Winkeln direkt am Cursor. Die intuitive Benutzeroberfläche sollte Ihnen auch sehr vertraut vorkommen. Sie können zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen mit Multifunktionsleisten wechseln. Alternativ können Sie zur mehr traditionellen Benutzeroberfläche mit Menüs und Symbolleisten zurückkehren. Häufig verwendete Paletten wie der Layer Manager, die Eigenschaftenpalette und die Palette für externe Referenzen können ein- oder ausgeblendet werden. Die Konstruktionsressourcenpalette steht zur Verfügung, um Inhalte aus anderen Zeichnungen wiederzuverwenden. Natürlich ist die Präsentation eines Projektes sehr wichtig. Dafür ermöglicht uns der Papierbereich, Layouts jeder Art und Größe zu erstellen. Hier können Sie verschiedene Ansichten unserer 2D- oder 3D-Zeichnungen in verschiedenen Maßstäben kombinieren. Der Ares Commander bietet erweiterte Druckkonfigurationen mit der Möglichkeit, CTB- und STB-Dateien sowie PC3-Konfigurationsdateien zu verwenden. Sie können in jeder Blattgröße auf Papier oder in eine PDF-Datei drucken. Darüber hinaus unterstützt ein Blattsatzmanager die Ausgabe in PDF-Mehrfachzeichnungen. Wenn Sie eine als PDF gespeicherte Zeichnung erhalten, können Sie diese mithilfe unserer PDF-Import-Funktion zurück in eine DWG konvertieren und mit Ares Commander bearbeiten. Obwohl das DWG-Format am häufigsten für 2D verwendet wird, finden Sie in Ares Commander auch einen vollständigen Satz von 3D-Volumenmodellierungsfunktionen. Der Ares Commander ist nicht nur eine sehr kostengünstige Lösung, sondern auch deshalb interessant, weil er Möglichkeiten bietet, die andere CAD-Programme nicht bieten. Beginnen wir damit, dass Sie nicht nur Jahreslizenzen erwerben können, sondern sich frei zwischen einer unbefristeten Lizenz, einer Jahreslizenz oder einer Flex-Lizenz, auch als Netzwerklizenz bezeichnet, entscheiden können. Zweitens ermöglicht es unsere Lizenzierung, demselben Benutzer mit seiner Lizenz auf zwei oder mehr Computern zu arbeiten und sogar verschiedene Betriebssysteme, Windows, macOS und Linux, zu kombinieren. Unser Ziel ist es, Ihnen mit Ares Commander all die CAD-Funktionen anzubieten, mit denen Sie vertraut sind, und zusätzlich neue und erweiterte Tools, mit denen Sie die Produktivität verbessern können. Das sind zum Beispiel das intelligente Trimmen, die Bemaßungspalette und andere, die Sie in unseren Videos entdecken können. Ein weiterer Vorteil von Ares Commander sind dessen BIM-Funktionen. Sie können Revit- und IFC-Dateien importieren und anzeigen. Das Interessanteste aber ist, dass Sie daraus 2D-Zeichnungen generieren und die BIM-Informationen in Tabellen auslesen können. Weiterhin umfasst die Ares-Wartung einen professionellen Kartendienst zum Einfügen von georeferenzierten Satellitenbildern oder Straßenkarten von jedem Ort auf der Erde. Weitere Informationen zu den BIM- und Kartenfunktionen finden Sie in den Videos von Greber TV auf YouTube. Den größten Mehrwert von Ares Commander bietet jedoch das Trinity-Konzept, welches Cloud-Technologien und mobile Technologien mit den traditionellen CAD-Funktionen
von Ares Commander kombiniert. Dieses Konzept verbessert erheblich die Zusammenarbeit zwischen Anwendern, die im Büro arbeiten, und denen, die auf Reisen sind oder einen Projektstandort besuchen. Als praktisches Beispiel können Sie Ihre Zeichnungen mit einem View-Only-Link freigeben. Über diesen können Ihre Kontakte die Zeichnung online ansehen und kommentieren. Der Link wird automatisch aktualisiert, wenn Sie Änderungen vornehmen. Und Sie können den Zugriff jederzeit widerrufen. Ein weiteres Beispiel ist die Cloud-Speicherpalette, die lokal im Ares Commander arbeitet, aber mit Dateien, die in Cloud-Speicherdiensten wie Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive und so weiter gespeichert sind. Alternativ können Sie einen privaten Cloud-Speicher verwenden, der über WebDAV verbunden ist. Auf diese Weise können Dateien mit anderen Anwendern und anderen Geräten synchronisiert werden. Ein Kauf von Ares Commander beinhaltet außerdem unsere Cloud-Version Ares Kudo und die mobile Version Ares Touch. Ares Kudo ist eine hervorragende Lösung für unterwegs. Sie müssen nichts installieren, es wird direkt in Ihrem Internetbrowser ausgeführt und es bietet den vollen Funktionsumfang an 2D-CAD-Funktionen. Ares Touch wiederum wurde für Android und iOS Smartphones und Tablets entwickelt. Mit Ares Touch erhalten Sie ebenfalls einen vollständigen Satz an 2D-Funktionen. Am häufigsten werden Sie es jedoch verwenden, um Zeichnungen anzuschauen und sie mit Fotos, Bemaßungen und Sprachkommentaren zu versehen. Durch das Trinity-Konzept arbeiten diese drei Lösungen zusammen. Und Anwender von Ares Commander im Büro können sofortiges Feedback durch Markups und Kommentare von ihren Kollegen erhalten, die mit Ares Touch und Ares Kudo arbeiten. Um mehr über die einzigartigen Funktionen von Ares Commander zu erfahren, laden wir Sie ein, sich unsere Playlists anzusehen. Sie können aber auch einfach unsere kostenfreie 30-Tage-Testversion herunterladen, um sie selbst unter realen Bedingungen mit Ihren eigenen Projekten zu erforschen.